zuerst nehmen wir einen Lippenstift und wir malen damit unsere Hand etwas an. Das gibt die erste Hautirritation. Das Ganze verwischen wir jetzt mit einem Schwamm, damit es realistischer aussieht. Ihr könnt allerdings auch die Finger nehmen. Ihr seht schon, das sieht jetzt aus wie eine leichte rote Verbrennung. Jetzt brauchen wir etwas Latex. Das bekommt ihr übrigens in jedem Geschäft, das Halloween-Artikel führt. Und das verteilen wir über die roten Stellen, die wir eben verwischt haben. Aber ganz wichtig, bitte macht es erstmal ziemlich dünn, weil das Ganze trocknet sonst nicht mehr und dann ist schlecht. Jetzt nehmen wir den Föhn und föhnen das Ganze trocken und wenn es trocken ist, machen wir eine zweite Schicht, damit es etwas dicker wird. Jetzt föhnen wir das Ganze wieder trocken. Jetzt können wir mit einer kleinen Nagelschere unsere Brandblase gestalten und das ist eine Sache, die finde ich richtig geil. Schneidet einfach ein bisschen rein und zieht quasi das Latex auseinander, dann sieht es aus, als kriegt ihr Hautfetzen. Das ist geil, oder? Jetzt stechen wir mit der Nagelschere ein kleines Loch in die Handfläche. Und jetzt nehmen wir eine Spritze oder irgendwas, die kriegt ihr in der Apotheke und die fülle ich mit der Vaseline auf. Jetzt spritzen wir die Vaseline in das kleine Loch rein und dann sieht es aus, als kriegt man so eine Eiterblase. Wir haben hier bei der Brandblase eine offene Wunde und deswegen nehme ich nochmal den Lippenstift und mal die Handfläche rot. Und das Ganze verwischen wir wieder. An meinen Fingern mache ich auch noch ein paar Wunden und die müssen wir natürlich auch noch rot anmalen. Geil, oder? Jetzt nehme ich noch etwas Kurzblut und das schmiere ich überall auf meine offenen Wunden drauf. Ich liebe es, es ist so geil. Ja, jetzt nehme ich noch etwas schwarze Farbe, da könnt ihr auch Wassermalfarbe nehmen, das ist ganz egal. Und das verteile ich ein bisschen in die Wunden und dann sieht das etwas aus, als wäre das schon so eine verkohlte Stelle. Ihr seht, das sieht schon alles etwas realistischer aus jetzt. Und ich habe noch einen kleinen Hack für euch. Wenn ihr etwas Haargel nehmt und macht es noch in die Wunde mit rein und verteilt es, dann sieht es aus, als nässt eure Wunde. Ihr könnt damit auf jeden Fall eure Freunde auch richtig gut verarschen.